Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Aufnahme von Z. Ich bin hier jetzt im 7. Level. Das Level heißt Pyrotechnics. Benutze deinen mittelschweren Panzer, um die Straße südlich des Zentrums zu verteidigen. Mit TAFs kannst du die Brücken sprengen. Also TAFs sind auch Kämpfer sozusagen, die halt mit Bazookas schießen. Ja, werden hier halt bloß anders benannt. So, mittelschwere Panzer. Ihre Stärken sind Waffenangriff und leichte Panzer. Anfällig für schwere Panzer. So. Wie man sieht, ist das Gebiet größer hier auch geworden. Und ja, da werden wir mal schauen, was passiert. Ich werde mal OK drücken. So, und los geht's. Ich mach's gleich so am besten. Dann werde ich mit dem da hochgehen. Mit den dorthin schnell. Obwohl, ne, ich gehe mit dem dorthin. Und die Kämpfer hier nach oben. Die Kämpfer gehen da rein. So. Da ist noch ein Panzer. So. Die Straßen werde ich auf jeden Fall sichern, so gut es geht. So, den Panzer werde ich mal versuchen anzugreifen mit meinen Kämpfern. Ich hoffe, das klappt. So, kommen da schon die zwei Truppen da. So, Abbruch. Abbruch. Da werden wir mal Jeeps herstellen. Hier werden wir Schützen, Kämpfer. Nehmen wir mal Psychos. So, der kämpft sich hier frei und wird die angreifen. Die Kämpfer, die greifen jetzt zu denen da an. Mal schauen, ob es klappt. So, noch ein bisschen Zeit hat der. Ah, verdammt. Hat nicht ganz gereicht, aber ist nicht so schlimm. So, schnell den Sektor erobern. Die Psycho-Einheit wird mir da helfen. Der Panzer ist fast platt. Das kommt mir sehr gelegen. Ah, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. So, haben wir den Sektor wenigstens schon mal. So, ich brauche Soldaten. So, richtig, so. Greift sie mal alle an.
Das wird ganz schön tricky auf jeden Fall. Aber vielleicht schaffe ich es ja. Okay. So, Psycho-Einheit wird da mal angreifen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Soldaten. Na gut, eigentlich kann ich ja dahin noch. Ist kein Problem. So, der Panzer wird hier eh schwer durchkommen, nur. So. Komm raus da. Den kriegst du noch raus. Sehr schön. Die Psychos werden jetzt das einnehmen. Fahrzeug. Okay. Das werden wir da machen. Das werden wir abbrechen. Ich werde mal einen Pyrus bauen. Jetzt werden wir das so machen, dass ich mit dem da angreife. Die greifen den Panzer hier an. Sehr schön. Dann weiter vor. Mit denen auch weiter vor. Mit denen auf jeden Fall dahin. Der Jeep kommt dahin. So. Ja, das wird doch langsam hier. Sehr schön. Fahrzeug ist auch wieder da. So. So. Zwar habe ich einen Panzer verloren, aber das ist nicht so dramatisch. Wir haben ja dafür mehr Soldaten gerade auch. Mehr Einheiten. Und jetzt werde ich hier versuchen, das Fort mal anzugreifen. So, ja. Nummer 1. Nummer 2. Und rein. So, das sieht doch gut aus. Wenn die jetzt drin sind, habe ich gewonnen. Na? Wollte schon sagen, wollt ihr nicht rein? So. Und geschafft. Super. Und 7,5 Minuten gebraucht für das ganze Level. So, und damit haben wir das Level auch geschafft. Innerhalb von 7,5 Minuten. Und so. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Pyrotechnics. Schon wieder. Achso, das ist ein anderes Level von Pyrotechnics. So. Benutze deinen mittelschweren Panzer, um die Straßen südlich des Zentrums zu verteilen. Mit Tabs kannst du Brücken sprengen.
Schon wieder. Gucken wir mal kurz rein. Ich werde jetzt mal die Videos wegmachen. Weil die kennt man ja alle. Ist dasselbe Level jetzt nochmal? Oder nicht? Nein, ist nicht dasselbe Level. So, dann wollen wir mal. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen hier. Die Karte ist richtig gut gemacht. Früher gab es nur wirklich eigentlich sowas Kleines hier. Also ein bisschen größer war es schon. Aber es waren nur die Zonen, die man sehen konnte. So hier in dem kleinen Kästchen. Aber so die Karte sieht natürlich viel besser aus. So. Hier produzieren wir keine Krieger. Hier werden Fahrzeuge hergestellt. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Panzer. So. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das so hinkriegen. Ich werde einfach mal die Brücke zerstören. Ey, gegen den Panzer habe ich gewonnen, super. So, okay. Ich hoffe, ich komme da schnell in den Panzer rein. Dann werde ich da mal schnell hingehen. Der Panzer ist jetzt leider auf Angriffsmodus dahin. Überzeug machen. Den hole ich mir gleich wieder. Der macht das. Sehr schön. Der geht ins Geschütz. Das ist richtig so. So. Das wollen wir doch mal sehen. So, ja, sehr schön. Ah, verdammt. So, da werden wir mal die Krieger wegmachen. Da werden wir Pyros einsetzen. Jetzt nicht mehr. So, da fährst du hin. Du fährst dahin, du machst das kaputt. So, was machen wir hier mit denen? Die greifen da an. Der Panzer wird hier hin kommen. So, das Ding ist weg. Ja. Oh mein Gott, das stimmt wohl. So, der kommt da platt. Doch, Chance habt ihr immer. Na komm. Ja, sehr schön. So. Immer so schön hin und her hier. Gut, dann werden wir da erstmal das wieder erobern. Ja, okay, da kommt gleich ein Jeep raus, sehr schön.
Meine Soldaten halten erstmal die Stellung, beziehungsweise eigentlich könnte ich die platt machen hier. Fahrzeug hergestellt, sehr schön. So, die platt machen. Der Jeep ist platt. Und das der Sektor ist auch meiner. Dann werde ich mal die noch angreifen schnell, damit ich erstmal Ruhe habe hier vorne. Vielleicht kann ich das einfach mal so vordringen. Vielleicht klappt das ja. Mit denen gehe ich dorthin. Der greift den noch an. Sehr schön. Und geh rein da. Ja, sehr schön. Wir rennen ins Fort und besiegt. Jawohl. So gewinnt man das Spiel. Und 6 Minuten haben wir gespielt dafür. So, und da sehen wir wieder. Ja, knapp 6 Minuten haben wir halt gewonnen. Gespielt für diese Schlacht. Und ja, würde ich sagen, weiter. Und hier werde ich wieder eine Aufnahmepause machen, weil es ist wieder eine neue Karte. Und da, das erwartet euch halt in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder oder hören uns. Lasst Kommentare da, Abos oder Likes, je nachdem. Ich würde mich auf alles freuen. Vielen Dank und tschüss.